Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal im März, die erste Märzhälfte. Und ich zeige euch einfach mal, was ich jetzt an den Bienenvölkern tue oder ja, auch nicht tue. Und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare natürlich eure Fragen, aber schreibt doch auch gerne einfach mal rein, wie bei euch so die Überwinterung war in diesem Jahr, wie der Zustand von euren Bienenvölkern ist. Das würde mich freuen. Vielleicht, wenn ihr noch so ein bisschen die Region hinschreibt, wo ihr herkommt, dann haben wir alle zusammen hier ein bisschen einen Überblick und können vielleicht was lernen oder was ableiten. Ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, natürlich, klar. Bin ich immer dankbar. Und jetzt aber viel Spaß beim Video. Ja, was gibt es zu tun oder was tue ich an den Bienen im Moment? Eigentlich nicht viel, ne? Aber wesentliche Sachen, wo eigentlich für die kommenden Monate unheimlich wichtig sind. Da geht es vor allem darum, die jetzt ein bisschen enger zu setzen, Futterkontrolle zu machen und einfach schauen, ob prinzipiell alles in Ordnung ist. Ne? Nicht, dass die drohnenbrütig sind ein paar oder ein Königinverlust haben. Und in der Regel mache ich das eigentlich mittags. Ich habe aber jetzt einfach gerade Zeit, dieses Video zu machen. Es ist noch ein bisschen früh, sie fliegen noch nicht so richtig. Also im Prinzip will ich einfach schauen, dass überall Pollen kommt, dass überall viel Pollen kommt. Das ist ja schon mal im Prinzip immer ein gutes Zeichen, dass überhaupt alle Bienenvölker fliegen. Ja, das ist was ich sehe, das weiß ich hier an dem Stand, das ist so, da bin ich ja öfters. Das ist ja direkt bei uns hier im Betriebsgebäude. Und das ist so mal der erste Schritt, wo ich mir anschaue. Deshalb will ich da einfach gerne Flugwetter haben. Und dann schaue ich auch rein. Ne? Also rein schaue ich aus zwei verschiedenen Gründen. Natürlich Volksstärke, mit einer Hand immer ein bisschen schwierig, Volksstärke und dann will ich einfach, vor allem will ich von oben Futter sehen. Ja, also wir haben hier einfach verdeckeltes Futter direkt am Bienensitz und kein Rauch. Ne? deshalb, das will ich einfach sehen, verdeckeltes Futter auf der Wabe, wo die Bienen sitzen. Das ist mir wichtig, nämlich dass man einfach nicht zum Futterabriss kommt. Das ist jetzt bei starken Völkern eigentlich absolut kein Problem, aber bei schwächeren Völkern kann das halt schon sein. Da hebt man die Beute hoch, hat noch das Gewicht einfach drin, aber die Bienen sitzen eigentlich wo ganz anders. Und das ist vor allem immer dann eine Gefahr, wenn nach einer schönen Wetterperiode es noch mal kalt wird. Also bei uns zum Beispiel bringt ja der Wetterbericht für nächste Woche 17, 18, 19, 20 Grad. Und dann aber auch wieder soll es laut Wetterbericht auch nochmal eine Woche richtig kalt werden mit minus 5 Grad. Ob das dann so kommt, das weiß man nicht. Aber das ist halt immer ein Wetter, wo schwache Einheiten einfach gern so einen Futterabriss haben. Das heißt, sie fangen an zu brüten, verbrauchen das Futter um den Bienensitz, ziehen sich dann bei Kälte wieder zusammen und können eben diesen Abstand zu dem noch vorhandenen Futter in der Bienenbeute, vielleicht auf der Nachbarwabe, nicht überbrücken und verhungern dann. Und das ist eben eine Gefahr, die sehe ich von außen nicht. Also ich hebe die Bienenbeute hoch und sage, okay, da sind noch 3 Kilo Futter drin. Aber ich sehe eben einfach nicht, wo sind die Bienen, wo ist das Futter. Deshalb mache ich den Deckel ganz kurz auf. Wie gesagt, wenn man das jetzt 2 Stunden später macht, zack, 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 ist man hier in, weiß ich nicht, 5 Minuten, 7 Minuten, 10 Minuten so ein Bienenstand durch. Einfach oben kurz den Deckel auf, sehe ich, verdeckeltes Futter, Bienen, habe die Stärke. Wenn die mir zu schwach sind, mache ich mir eine Bemerkung natürlich wieder auf meinen Blechdeckel. Und da mache ich das durch und bei diesem Deckel aufmachen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, hat man da auch schon wirklich so ein Gefühl, ob alles in Ordnung ist. Ne? Sind die drohnenbrütig?
Oder lebt die Königin noch? Also das bemerke ich einfach am Verhalten vom Bienenvolk zu einer relativ hohen Anzahl, behaupte ich mal. Dann habe ich noch dieses Flugbild, ne? Pollen kommen, wie viele Bienen fliegen, wie fliegen sie. Und daraus behaupte ich mal, mit ein bisschen Erfahrung hat man dann eine sehr, relativ hohe Sicherheit schon zu erkennen, ob in dem Bienenvolk alles in Ordnung ist. Klar, dann gibt es noch so Kandidaten, wo man sich nicht sicher ist. Da muss man halt mal kurz eine Wabe geschwind auf die Seite schieben. Also das finde ich halt bei der Tant auch, wie gesagt, wieder richtig cool, weil der Bienenkasten ja nicht voll ist. Ich habe ja immer praktisch, bei mir ist es jetzt ja immer so, dass ich dann links, also ich habe hier meine Waben sitzen, mein Bienenvolk sitzen, den Sheet und hier ist leer und dann habe ich hier immer den Arbeitsraum. Und wenn ich jetzt einfach mal schauen will, hat das Bienenvolk überhaupt Brut, schiebe ich den Sheet 10 cm auf die Seite, nehme die nächste Wabe und die brauche ich ja nur so diagonal ein bisschen hinten auf der einen Seite aufschieben. Vorne bleibt die praktisch noch in der Originalposition und ich kann runterschauen, ob ich verdeckelte Brut finde. Und wenn das da nicht ist, mache ich das mit der zweiten Wabe. Und bei Zander zum Beispiel, bis ich da eine Wabe überhaupt draußen habe, da habe ich hier 4 Bienenvölker durchgeschaut. Ne? Also, ihr seht, ich weiß, warum ich, oder ich habe mich für der Tant aus Erfahrungsgründen entschlossen. Ich meine, der Tant ist im Prinzip, denke ich mal, genau das Gleiche. Und das ist einfach der Punkt, der mir am März wichtig ist. Also sprich, Futter da, wo die Bienen sind. Ne, klar, große Bienenvölker überbrücken so eine Einheit, auch leichter, wie gesagt, wie kleinere. Futter da, wo die Bienen sind, überhaupt genug Futter und die Königin da. Ne? Und dann mache ich das so bei dieser Durchsicht, wenn ich da so reinschaue und ich sehe, ich habe Waben, die nicht bienenbesetzt sind und dann hänge ich die hinter den Sheet einfach. Zack, fertig. Na, da brauche ich, wie gesagt, pro Bienenkasten eine halbe Minute. Ich weiß nicht, ob man es am Video sieht. Ich würde es euch echt gern zeigen, aber zum einen habe ich keinen Rauch dabei und es ist unheimlich windig. Also die Bienen werden nicht so erfreut sein gerade und es ist noch relativ früh, wenn ich den Bienenkasten aufmache. Also ich nehme im Prinzip einfach den Sheet, dann habe ich eine nicht bienenbesetzte Wabe. Mehr habe ich in der Regel nicht, wenn, dann ist es eine. Und dann hänge ich die hinter den Sheet und schiebe den Sheet wieder ran. Mehr mache ich jetzt absolut noch nicht. Ne? Vielleicht mache ich dann in 4 Wochen noch mehr, das kommt dann aufs Wetter an. Aber da würde ich dann auch noch mal ein Video eventuell drüber machen. Aber das ist im Prinzip so meine Vorgehensweise gerade. Das ist ja so eine, wer sich ein bisschen auskennt, das ist ja so eine Betriebsweise, die hat was von angepassten Brutraum, ne, aber doch etwas lockerer gesehen einfach. Ne. Die Waben lasse ich deshalb im Bienenvolk, egal ob voll oder leer, weil wenn sie leer sind, dann kann ich die zum Erweitern eventuell wieder nehmen. Und wenn sie voll sind, ist es eine Futterreserve, dann können sie so drin bleiben. Und dann kann ich später mal, wenn ich Honigräume aufsetze oder vielleicht auch schon beim Eingriff davor, kann ich alle schlagartig rausnehmen oder dazuhängen, wenn ich noch welche denke, dass ich noch welche brauche zur Erweiterung. Und nehme dann die Futterwaben raus und fahre dann halt einmal mit dem Auto voll Zargen hin und kann jetzt im Prinzip mit dem Stockmeißel und dem Raucher das ganz gemütlich machen, habe jetzt keinen Materialtransport, weil ich das einfach alles in diesem Brutraum lagern kann. Ne? Wieder was Schönes für Dant. Da Dant. Ja, so sieht es im Prinzip hier aus. Ne? Jetzt werden Sie, ich meine, klar, jeder, der wo Bienen hat, kennt es. Da merkt man im Prinzip jede Minute, wo die Sonne drauf scheint, wo die dann einfach fleißiger werden. Ja, von meiner Seite, wie gesagt, es gibt ja jetzt im März nicht wirklich viel zu tun. Ihr könnt mir ja mal einfach in die Kommentare schreiben, wie bei euch so die Bienenverluste oder Winterverluste sind. Weil ich muss sagen, bei mir sieht es ganz gut aus. Allerdings, oder eigentlich super, allerdings muss ich sagen, habe ich jetzt auch schon einige Bienenstände gesehen, wo ich vorbeigefahren bin, wo im Herbst mehr Bienenkästen standen, deutlich mehr Bienenkästen standen, wie jetzt stehen.
Aber wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, ob das allgemein so ist. Das ist jetzt nur so ein bisschen mein Gefühl, aber ich denke, allgemein müsste die Überwinterung bei vielen dieses Jahr ganz gut aussehen. Ja, dann wünsche ich euch noch was. Fragen schreibt ihr einfach wieder gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video.